Hi Leute und willkommen zu einem neuen Projekt oder einer weiteren Folge oder wie ihr es nennen wollt. Terraria geht's heute drum, habt ihr wahrscheinlich im Titel und Thumbnail schon erkannt. Ich mache wieder Videos, weil ich wieder Ferien habe. Ich habe aber nur eine Woche Ferien, deswegen nicht wundern, wenn ich nicht zu sehr lange Ferien habe. Beziehungsweise wenn nicht so viele Videos kommen, will ich damit sagen. Natürlich ist jetzt Terraria wahrscheinlich ein Game, was jeder von euch gefühlt kennt. Aber falls es da den einen oder anderen gibt, der das nicht kennt, ich erkläre das kurz. Wir sind hier gerade bei der Map-Auswahl, das machen wir beide zusammen heute. Oder wer auch immer zuschaut alles, das machen wir heute zusammen. Wir wählen natürlich eine große Map aus, weil wir im größten Teil auf dieser Map uns befinden wollen. Wir können aber auch mit einem Charakter auf anderen Maps gehen. Das erkläre ich besser irgendwann. Wir spielen auf Meister, das ist der schwierigste Modus, den es gibt. Man kann aber seinen Charakter noch auf Hardcore machen. Das machen wir aber nicht, weil das schaffen wir sonst gefühlt nie. Und ich will mit euch das Spiel irgendwann durchspielen. So, und das lassen wir auf Zufall, entweder Verderben oder Purpur. Von mir aus können wir auch irgendwann mal den anderen machen, weil es gibt auf beiden einen verschiedenen Boss. Also auf Verderben gibt es einen Boss und auf Purpur gibt es einen Boss. Und ja, mal gucken, was wir kriegen. Sollten wir jetzt Purpur kriegen, werden wir irgendwann auch den Verderben-Boss machen. Unser Ziel ist es nämlich, alle Bosse zu machen. Den Seed würfeln wir gleich nochmal und ich benenne die Map kurz um, dass es für mich passt. So sollte das nämlich passen. Für mich Terraria Video, dann erkenne ich das direkt und wir würfeln einfach mal, zack, den nehmen wir jetzt. Damit ihr wisst, dass ich nicht ein Seed ausgesucht habe. So, ich erstelle jetzt die Map, wir sehen uns dann, sobald ich drin bin. So, wir starten hier mal rein dann. Wie ihr seht, ist es ein 2D-Game, das sollten aber auch die meisten von euch wissen. Und wir haben drei Tools, das ist einmal ein Schwert, ein Kupferschwert, eine Kupferspitzhacke und eine Kupferaxt. Die ist übrigens mega schlecht enchantet, weil da minus 33 Tempo steht. Schaden meine ich, und minus 13 Tempo. Die haben jetzt keine Enchantments als Beispiel. Hier ist direkt ein Slime, der uns angreift, das wollen wir aber nicht. Ja, in diesem Game gibt es drei Tools, nicht wie in Minecraft 4. Also in Minecraft gibt es ja Schwert, Spitzhacke, Axt und Schaufel. Und wenn man es dazu zählen will, Sense, so rum. Die Schaufel ist mit der Spitzhacke kombiniert in 1, das heißt, wir können Erde und Stein abbauen mit der Spitzhacke. Und die Axt ist nur für Holz da, beziehungsweise Bäume. Der Slime, der uns angreift, den können wir auch gleich killen. Deshalb haben wir das Kupferschwert. Jedoch bevorzuge ich sogar die Spitzhacke, weil das Schwert, kann ich euch kurz zeigen, ist so ein, ja, Stechschwert. Mir gefällt aber solche Waffen, die so, ich sag jetzt mal, 30 drehen besser. Wobei, ich muss das Schwert maybe nehmen, weil die ist voll strong. Ja, okay, das ist jetzt ein overpowerter Slime. Im Normalfall sind die jetzt nur so wie das hier. Das sollte ich jetzt down kriegen, diesen Hasen-Slime. Oder wie der für euch aussieht. Ich nehme gerade übrigens, also ich habe in 2 Tagen Halloween, deswegen wundert euch nicht, wenn hier ein paar Halloween-Events sind. Aber gut, wir haben jetzt hier Blumensamen bekommen, beziehungsweise Tagesblumensaat. Ein paar Eicheln. Eicheln sind die Samen für Bäume. Und Pilze kann man essen. Das gibt mir dann Bonusleben. Oben rechts seht ihr mein Leben. Ein Herz sind 20 HP. Ich habe gerade 61 HP von 100. Ihr seht auch die Map. Oben rechts. Und ich kann sie auch natürlich groß öffnen. Und hier könnt ihr dann nochmal einen Vergleich sehen, wie riesig das Ganze ist. Und wir haben gerade eine Truhe gefunden in so einem riesigen Baum. Die können wir mal öffnen. Und da drin haben wir zum Beispiel einen Speer. Kupferbarren, Rückruftrank, die sind gut, Eisnottrank ist auch gut, Fackeln sind nicht schlecht und ein bisschen Holz und die Truhe können wir mitnehmen. Ja, im Prinzip eigentlich ganz verständlich, denke ich mal. Im Laufe des Spiels, beziehungsweise im Laufe des Videos, werdet ihr immer mehr Sachen kennenlernen. Deswegen, ja, ich erkläre dann auch immer alles, wenn ich was finde. Hier sind zum Beispiel jetzt Vasen, die kann man kaputt machen. Und dann kriegt man da was. Zum Beispiel habe ich jetzt da 5 Silber bekommen. Das ist jetzt zum Beispiel das Geld in Terraria. Also das soll ein Cent darstellen und das sollen Euro-Münzen darstellen. Damit ihr das versteht. Dann gibt es noch Gold. Das soll ein 100er-Schein darstellen. Und Platin, das soll ein 1000er-Schein. Die gibt es jetzt nicht. Aber das soll das darstellen. Jetzt haben wir hier 53 Euro, sage ich jetzt mal, gefunden. Rückruftränke, Heiltränke, die sind gut. Eine Statue. Eine Lore. Das ist eine Sonnenblumenlore. Lebendes Holzding und das ist zwar nicht so nützlich, ich erkläre gleich, wofür das auch ist. Aber ihr solltet eigentlich alles verstehen, ja? Erstmal, bevor ich was erkläre, gehen wir jetzt zu den Dings, warum ich Terraria jetzt aufnehme. Und zwar folgendes. Ich habe Terraria
schon vor ungefähr 2 Jahren durchgespielt. Das war aber auf Experte. Wir spielen jetzt auf Meister, das habe ich noch nie durchgespielt auf Meister. Auf Expert habe ich das vor Jahren schon mal durchgespielt. Und unser Ziel ist es natürlich, auf Meister alle Bosse zu killen. Und wenn möglich auch alle Events zu machen. Ob wir das schaffen, ist eine andere Sache. Das sage ich mal noch nichts zu. Aber ja. Mal gucken, mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. Dazu noch könnte ich sagen, dass wir in Terraria haben wir halt das Ziel, alle Bosse zu killen. Wir werden auch später oder früher oder später erfahren, ob wir Purpur oder Verderben haben. Es gibt nämlich 2 verschiedene. Man kann nicht beides auf einer Map haben. Und also man kann schon beides auf einer Map haben, aber das kann nicht spawnen. Also man muss, wenn dann, in die andere reingehen, es abbauen und in die andere bringen. Und wir haben noch einen Baum mit einer Chest, geil. Die sind, glaube ich, aber nicht so selten, beziehungsweise habe ich die schon öfters gesehen in anderen Maps. Hier haben wir jetzt einen Glückspilz-Trihocker. Ja, warum der Glückspilz, heißt der nur wegen dem Effekt drauf, 4% kritisch Trefferchance. Den können wir dann hier ausrüsten. Ich erkläre das irgendwann noch alles. Wir können auch unsere Lore, die können wir hier hinpacken. Dann haben wir jetzt eine Lore, die können wir ausrüsten, wenn wir Schienen irgendwann finden oder so. Ah, hier waren noch mehr Zeug drin. Kupferbarren, Rückruftrank, Eisenhauttrank, 20 Flaschen, 17 Euro, sage ich jetzt mal wieder, und Holz. Bis jetzt noch eigentlich ganz verständlich. Da unten ist ein Hase in einem Slime-Kostüm wegen dem Halloween halt, weil wir gerade kurz vor Halloween sind. Ihr könnt mir ja auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch verkleidet, als was ihr euch verkleidet. Würde mich sehr freuen. Hier haben wir einen Regenschirm, der ist gut für Fallschaden, weil da kriegen wir keinen Fallschaden mehr. Und ich habe jetzt in meinem Inventar, wie ihr seht, ein Gold bekommen. Das ist ein 100er Schein, sage ich jetzt mal. Und das sind 4 Euro und das sind 41 Cent. Quasi, wir haben 104 Euro und 41 Cent. Ein Gold, 4 Silber und 41 Kupfer. Die Truhen nehme ich by the way mit, weil man die nicht so einfach craften kann für den Start. Und wir gehen erstmal weiter. Ja, nachts ist es wie Minecraft. Da spawnen ganz, ganz böse Monster, die wir lieber nicht sehen wollen. Und da ist noch eine Truhe, das ist ganz geil. By the way, für den Fall, dass es Leute gibt, die denken, ich habe mir jetzt extra ein Seed ausgesucht für diese Map und wenn ich jetzt was Krasses finden sollte, ist es, weil es geplant war. Nein, ich habe euch den Seed vorhin gezeigt. Den könnt ihr kopieren und auf die gleiche Map gehen. Ja, der war völlig random gewählt. So. Oh, und an den Musikwechsel, den wir jetzt hören. Wir haben 5 Granaten. Granaten sind strong, actually. Das werde ich euch auch noch demonstrieren. Und wir haben nochmal eine Glückspilz-Kletterklaue. Mit dem können wir klettern. Ist eigentlich ganz strong. Und ja, die Truhe nehmen wir mit. So, wenn wir sterben, by the way, verlieren wir 80% unseres Geldes. Würden wir auf Hardcore spielen, würden wir unser ganzes Inventar verlieren. Was aber schon viel zu schwer wäre. Also in Minecraft ist es zwar so, jedoch, wenn du dein ganzes Inventar hier verlierst, ist es blöd und dazu noch hast du nur ein HP. Und ich habe das noch nie auf Hardcore durchgespielt, nicht mal ansatzweise. Ihr seht, der Hintergrund ändert sich auch leicht. Was heißt leicht? Wir können ja kurz in dieses Gebiet reingehen. Also wir haben jetzt Purpur bekommen. Das ist ein sehr böses Gebiet eigentlich und da wollen wir nicht hin. Und mit unserem Speer, den wir gezogen haben, der übrigens ganz geil ist, können wir versuchen, den zu töten. Aber das schaffen wir nicht. Ich benutze einen Rückruftrank, der spawnt, pipet mich einfach zum Spawn. Ganz geil. Hier haben wir auch Kürbisse, die spawnen auch nur beim Halloween-Event. Und damit können wir uns später Kürbisrüstung craften, das weiß ich noch. Ja, hier ist unser Beret, das ist ein Bewohner, sag ich mal, unserer Stadt, weil wir müssen irgendwann eine Stadt bauen oder ein Hotel oder eine Bude, wie ihr es nennen wollt. Und der kann uns dann erklären, wenn wir was zu wissen wollen, wie wir was craften, können wir ihn fragen. Ich zeige euch das später nochmal besser, wenn es wirklich dazu Fragen gibt. So. Ja, wie vorhin erwähnt, ich werde nicht ultra viele Folgen erstmal rauskommen, weil ich leider nur eine Woche Ferien habe. Werden auch, vermute ich mal, nur 7 Folgen ungefähr rauskommen, beziehungsweise 6 wegen Halloween, weil da feiere ich. Da nehme ich nicht auf. Und wir haben auf der rechten Seite auch dieses Rote. Das ist eigentlich schlecht. Das ist wirklich schlecht, weil da können wir nicht so weit kommen. Wir können es zwar versuchen, dann verlieren wir halt unser Gold, den wir haben. Aber das ist auch nicht das Dramatischste, glaube ich, dass wir das verlieren. Das kriegt man ja relativ schnell wieder.
Wir können ja mal einen Slime killen auch, damit man so vergleichen kann, wie strong unser Speer ist. Ja, der ist schon ganz gut eigentlich. Und wenn die Musik zu laut ist, das werde ich im nächsten Video enden. Oder das machen wir jetzt schnell. So. Sollte genügen. Ja, ich will, dass man mich auch noch hört, aber ich glaube, mich versteht man relativ gut. Dann machen wir das. Oh, wir haben zwei Truhen bekommen. Das ist ganz cool. Wand des Funkens mit der Verzauberung Agil. Ganz geil. Ich erkläre gleich noch auch was, wie das mit Stäben funktioniert und alles. Das ist ein bisschen kompliziert vielleicht für euch noch. Aber gut. Wir nehmen die Truhe mit. Also bevor wir die nächste Truhe öffnen und das spannend machen. Oben rechts neben meinem Herzen, Leben, wie ihr es nennen wollt, seht ihr einen blauen Stern. Wir können uns mehrere blaue Sterne später craften, aber das blaue Stern ist mein Mana. Dieser Stab verbraucht Mana, da steht dran, verwendet 2 Mana. Das heißt, ein Stern ist wie Leben 20. Ich kann also damit 10 Mal schießen. Ihr seht auch unter der Mana-Anzeige steht da wie viel. Das füllt sich auch automatisch wieder auf. Kann ich halt mit schießen. Ist so eine Art Feuerstab. In dieser Truhe haben wir Wurfmesser, die sind gar nicht so kacke. Rückruftränke sind immer geil. Heiltränke, Holzpfeile und Kräuterbeutel, die verkaufen wir dann. Warte, ich mach die Musik mal leiser, das ist ja echt laut. So, es liegt wahrscheinlich aber, weil wir in diesem Gebiet hier sind. Ja. Was ich euch auch nochmal sagen kann, ist, es ist. Ja, Minecraft ist zwar ähnlich, aber es ist hier jetzt nicht genauso. Und zwar, die Spitzhacken brauchen eine besondere Kraft, um bestimmte Blöcke abzubauen. Ja, wir haben jetzt eine Kraft von 35 auf unserer Spitzhacke. Das steht als vorletztes da und die hat sogar minus eine Reichweite, die Kupferspitzhacke. Normalerweise können wir eins weitergreifen. So, weil bald Nacht wird, bauen wir uns unser schönes Zuhause auf. Das ist eine Werkbank. Und wir können uns ein Campingfire noch machen. Damit kriegen wir Regeneration. Das seht ihr jetzt. Zack, unter meinem Speer könntet ihr Effekte sehen. Ich kann jetzt auch nochmal so machen, dann könnt ihr das Effekt da lesen. Das erhöht auf jeden Fall meine Lebensregeneration. So, und wir bauen uns jetzt mit unserem Holz eine Mini-Bude auf, damit wir nachts überleben können. Das ist doch auf jeden Fall schon mal ganz gut, schätze ich. Was wir haben. Ich bin jetzt nicht der allerkrasseste Terraria-Player, aber ich versuche mal mein Bestes zu machen, um euch zu unterhalten. Jetzt haben wir hier unsere kleine Bude. Das sind Seile, mit denen können wir uns hochhängen. Das habe ich noch gar nicht erklärt, aber ich habe sie, glaube ich, schon benutzt. Hier können wir uns 2 Türen bauen. Dann können wir hier die Wand einschlagen. Oh, unser Typ stirbt. Unser Typ stirbt. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, er hat übrigens einen Bogen, unser Bruder. Ja, wenn er reinkommt, kann ich eine Tür schnell placen. Zack. Und weil die Musik sich geändert hat, ja, können wir jetzt auch... Nee, können wir nichts, es wird Nacht. Und nachts, wie ihr seht, landen so Sterne runter. Ich kann den mal versuchen einzusammeln. Für euch ist es auch relativ dunkel, glaube ich, gell? Ich halte mal eine Fackel, so kennt ihr was? Ich sterbe an Slimes, ich schwöre. Wer bin ich denn? Aber ich bin auch auf Meister. So, mal gucken, wann mein erster Tod ist. Das könnt ihr übrigens auch mir dann sagen. In welcher Folge, glaubt ihr, sterbe ich? Vielleicht sogar in der ersten. Und was ich mir gerade gecraftet habe, das sind Holzwand. Die können wir als Hintergrund platzieren. Ja, da können wir immer noch durchlaufen. Sind einfach nur eine Art Hintergrund. Ja, sind dafür da, dass da drinnen keine Monster spawnen und dass das als Zuhause angesehen wird. Wir können uns jetzt noch einen Stuhl craften. Zack. Und dann können wir hier auf Behausung gehen. Und wir sehen, hier wohnt er. Da ist jetzt so ein Banner von seinem Face, das sehen wir normalerweise nicht, aber das heißt, er wohnt hier. Und hier können wir ihm nach Hilfe fragen, dann erzählt er uns ein paar Sachen. Und wenn wir das wissen wollen bei ihm, wie man was craftet, gehen wir auf Herstellen und dann suchen wir uns das Item aus, was wir mit haben. Weil wie aus der Truhe können wir uns eine gefangene Lebensholztruhe bauen und dann können wir draufklicken und dann können wir sehen, was wir alles dafür brauchen. Oder zum Beispiel, wir können auf Holz klicken und dann sehen wir alles, was wir aus Holz craften können. Das ist sehr viel. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel wissen wollen, wie man Ofen craftet, den wir machen müssen demnächst, klicken wir einmal drauf, dann sehen wir 3 Fackeln, 4 Holz, 20 Stein. Die Beschreibung vom Ofen steht nochmal da und da steht auch, dass wir eine Werkbank brauchen. Erforderliche Objekte, eine Werkbank, die haben wir ja. Wir haben aber keinen Stein. So, unser folgendes Ziel ist jetzt erstmal die Nacht zu überleben. Da das ein bisschen langweilig sein kann, wenn wir jetzt hier nur bis Tag ist in der Nacht drinnen bleiben,
gehen wir erstmal ein bisschen weiter und schauen mal, was wir alles schaffen. Ja, Pumpkins nehmen wir immer mit. Nach dem Halloween-Event sind sie nämlich weg und die Rüstung davon würde ich gerne davor nochmal haben. Das ist nämlich so eine Art Event. Man kann, glaube ich, Kürbisse zwar immer noch später haben, aber nicht mehr so gratis wie hier. Wir gehen jetzt mal hier runter, weil wir in die Höhle gehen. Weil das ist das Einfachste, was wir machen können nachts. Ah, das habe ich auch noch nicht erklärt. Die Seile habe ich vergessen zu erklären. Können wir, oh, das machen wir gleich, bevor ich sterbe. Hat mal Licht, dass ihr was seht. Das ist echt dunkel manchmal. Vor allem auf der Cam. Kennt man. Ah, hier habe ich die sogar benutzt, die Seile. Ja, da kann man sich halt hoch und runter hängen. Man kann auch durchschlaufen. Ist eigentlich einfach nur ein Seil, halt wirklich, wo man sich hochhangeln kann. So, hier ist eine Höhle. Was ich cool an Terraria finde, ist, dass als Minecraft sogar noch als Verbesserungsvorschlag für mich geltet, ist, dass sich die Musik immer dauernd ändert, wo man ist. Je nach Biom oder Ort ändert sich die Musik. Die Höhle war jetzt ein bisschen low, deswegen suchen wir jetzt mal andere. Aber ihr versteht, was ich meine, hoffentlich. Und ich hoffe, euch gefällt das Projekt auch. By the way, der Hocker, den wir gefunden haben. Also hier sind die Krallen, damit können wir uns halt dran krallen. Warte, vielleicht kann ich es gleich demonstrieren. Hier. Na? Ja. Gut. Scheiß drauf. Ihr werdet es im Laufe noch sehen, wenn ihr es nicht kennt. Und dieser Hocker, den wir gezogen haben, ist wirklich, oh mein Gott. Ist einer von diesen Gnomes, die kenne ich schon. Ich habe 8 HP, wir trinken halt dran. Ich würde sehr gerne den Gnomen überleben. Nice, jetzt haben wir den Gnomen gekillt. Aber was ich euch noch mal zeigen kann, dass wir im Inventar drücken. Haben wir noch hier einmal sortieren, dann können wir uns im Inventar sortieren lassen. Ja, ist eigentlich sogar ungeordneter, wenn du mich fragst jetzt, aber egal. Und Schnellstapel ist, wenn wir in der Nähe Truhen schon was drin haben, können wir es halt so schneller stapeln. Nichts Besonderes. Dazu noch können wir hier Emotes machen, wenn wir mit anderen spielen. Machen wir mal... Ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja, ich check's eh nicht, wie es funktioniert, wie auch immer. Einstellung brauchen wir nicht und Bestirium oder wie das heißt, ich kann es nie aussprechen. Können wir sehen, alle Gegner oder freundlichen Animals, die wir schon begegnet sind. Zum Beispiel die Gnomen hier könnten wir jetzt gucken, okay, wenn wir öfters einen Gnomen killen, können wir sehen, wie viel Geld er droppt. Und oben rechts steht eine kleine Beschreibung. Und die Sterneanzeige ist, wie selten ein Tier ist. Ja, so zum Beispiel, also ein Gegner. Dann sieht man dann die Seltenheit von einem Gegner. Ja. Die sind jetzt halt relativ selten. Der Schleimhase, weil es ein Halloween-Event ist. Und das ist halt auch Halloween-Event. Deswegen sehen wir den nicht so oft. Aber eigentlich werdet ihr den noch öfters sehen, weil wir ein Halloween-Event zocken. Und im Halloween-Event ist es eigentlich ersetzt durch einen ganz normalen Slime. Deswegen wundert euch nicht, wenn alles ein bisschen mit Halloween ist. Und die zwei können wir auch killen dann. Dann haben wir die auch bei uns. Und dann können wir oben mal weiter schauen. Hier unten ist leider nichts. Ja, er droppt auch eine Fackel, weil er halt eine Fackel in der Hand hält. Ist ganz gut. 12 Fackeln mehr. Haben wir schon 57 zusammen. Jetzt sehen wir hier ein paar überall. Fackeln sorgen übrigens nicht, dass keine Monster spawnen. Also spawnen trotzdem Monster durch Fackeln. Ja, nur mal angemerkt. Nur die Hintergrundwände sorgen dafür. Sowas bist du. Ist ein Rabe. Wenn ich auch mit dem Zeiger drauf gehe, kann man auch erkennen, wie viel Leben die haben. Das ist meistens aber sehr schwierig. Deswegen, meistens lasse ich es dann lieber. So, ihr kennt auch gar nichts, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ich guck mal, ob ich die Helligkeit gleich höher stellen kann. Oder das machen wir jetzt sogar. Ja, komm, wir nämlich in Ruhe lassen. So. Dann schaue ich mal kurz nach, ob ich bei den Einstellungen was finden könnte. So, ich habe es leider nicht viel heller machen können, aber ein bisschen heller konnte ich es für euch noch machen, auf jeden Fall. Damit ihr immerhin noch was erkennt. Auch hier haben wir eine Truhe übersehen vorhin, dann looten wir diese Truhe. Und das ist ein Finkenstab, der ist ganz gut. Ein Marienkäferlore. Ja gut, brauchen wir nicht, weil wir schon einen haben. Wiederbelebungstrank. Leider wiederbelebt er keinen.
sondern er, es steht nicht mehr, was er macht, aber er gibt dir eine höhere Regeneration, das kann ich dir von mir aus sagen. So, weil wir 100 Coins haben, können wir uns eine goldene Coin jetzt craften, wenn ich das hier unten finde, genau hier, können wir uns die craften, dann haben wir 2 Goldmünzen. Das sind $200 schon mal, was ganz geil ist. Seile wieder, das da und die Truhe natürlich. Also der Finkenstab ist ganz cool, weil das ist so eine Art Helftier. Und zwar können wir, warte, jetzt hier meine Fackeln, guckt genau auf meinen Kopf. Boom. Da haben wir auf unseren Kopf einen Vogel. Der greift jetzt mit uns an, also wir können jetzt mal hier reingehen in den Raum. Der geht dann vor und zack, der greift den Gnomen jetzt an zum Beispiel. Der killt den sogar. Stabil. Der hat leider keinen Effekt drauf, aber wenigstens hat er auch keine negativen Effekte drauf. Und zu den 2 Items sag ich später noch irgendwann dazu, die bringen uns erstmal eh nichts. Nur falls ihr euch wundert, warum ich die gerade voll ignoriere. Hier können wir runtergehen, hier waren wir noch gar nicht ganz unten. Ich mein erster Tod. Ja, das ist mein erster Tod. Durch Gnomen. Strong. Naja, wie ihr seht, steht dann denn die Anzahl. Ich habe jetzt 2 Gold, 15 Silber und 13 Kupfer verloren. Aber ja, wie auch immer. Ist jetzt auch nichts Schlimmes, aber das Geld kriegen wir wieder. Ah, wir verlieren sogar das ganze Geld. Auch chillig. Ich dachte, das waren 80%. Naja, vielleicht hat man das auch geändert nach irgendeiner Zeit. Ich habe hier schon länger nicht mehr richtig gezockt. Wir können die Truhe erstmal kurz alles ablegen. Sterne übrigens darf man nicht tagsüber droppen, falls es irgendjemanden hier jucken sollte. Nein? Ja, okay, dann sage ich es gar nicht erst. Die Tränke sind weg. Kupfer ist auch leider nicht so viel Nütten vom Nutzen. Und wir haben noch unseren Feuerstab, den können wir auch benutzen. Problem ist beim Feuerstab, ich weiß nicht wieso, aber ich bin nicht so der Fan. Ich finde den irgendwie ein bisschen zu wenig Damage machen. Ja, aber es sind auch irgendwie echt, also nachts sollte man vielleicht gar nicht erst rausgehen, ja, das ist vielleicht eine Sache, die man noch lernen sollte. Es wird aber auch langsam Tag, wie ich erkenne. Deswegen ist es natürlich nichts Schlimmes. Aber gut. Ich werde jetzt sowieso weiter aufnehmen. Aber für euch heißt es dann erstmal, ich hoffe, euch hat diese erste Folge Terraria gefallen. Gebt den Daumen hoch da natürlich. Für mehr Minecraft. Minecraft? Ja, lol. Nein, Spaß. Für Terraria. Schreibt eure Meinung von Terraria. Wie findet ihr das bis jetzt? Schaut ihr da weiter? Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Wir können unseren Vogel auch draußen übrigens setzen, aber der kehrt leider immer zu unserem Kopf. Was ein bisschen schade ist. Und er kostet auch 10 Mana. Aber okay. Auf jeden Fall. Unten in der Beschreibung ist mein TikTok verlinkt. Bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.